Hallo. Ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, jeden Tag ein Video zu drehen und zu posten. Es stand irgendwie im Raum so, das freie Sprechen vor einer Kamera zu lernen, das ist irgendwie wichtig als Musiker und jemand, der sich nach außen gehen möchte und YouTube und Facebook als Plattform nutzt, um Reichweite zu generieren, dass man irgendwie von der Kamera frei sprechen kann. Und wie mich hier reingeht, sagen würde, in ganzen vollständigen grammatikalisch richtigen Sätzen sich ausdrücken kann. Das fällt mir irgendwie sehr, sehr schwer. Deswegen habe ich mir als Challenge gesetzt, jeden Tag ein Video zu drehen und das hochzuladen. Und zwar fiel mir dann ein, oder dachte ich, ich mache es einfach jeden Tag vorm Duschen. Und nenne es ungeduscht. Also hier ist ungeduscht, Teil 1, erste Folge. Mal gucken, wo mich das so hinbringt. Also es ist völlig unvorbereitet, es ist wirklich eine Challenge, wie lange ich das durchhalte. Ja, und da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen von dem, was ich so jeden Tag mache. Momentan beschäftige ich mich mit meinem Kammermusikprojekt, das heißt My Virtual Ensemble. Und es soll so netzwerkmäßig sein, dass ich ein Stück schreibe, das habe ich schon geschrieben, und das mit möglichst vielen Leuten weltweit aufnehme und dann ein Video mache und das veröffentliche. Und dafür habe ich sogar ein Stipendium bekommen. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit, macht aber sehr, sehr viel Spaß. Ist eigentlich genau mein Ding. Ich merke schon, das ist total spannend, das zu machen, hier, also jetzt hier reinzusprechen und mir irgendwas aus den Fingern zu saugen. Vielleicht komme ich auch in eine Art Flow-Zustand, dass es so einfach sprudelt, ungehemmt. Das ist natürlich ein Zustand, den man auch als Musiker gerne erreichen möchte. Vielleicht geht es ja auch im täglichen Leben. Ich muss auch sagen, ich bin Kaffee-Junkie. Ich kann also wirklich trinke, man muss, ich trinke literweise Kaffee jeden Tag. Inzwischen auch schwarz, weil ich auch so Intervallfasten mache. Also ich esse immer 16 Stunden nichts. Das hat zur Folge, dass ich entweder sehr früh am Tag aufhöre zu essen, damit ich was frühstücken kann, also am nächsten Tag. Oder dass ich sehr, sehr spät frühstücke, also dann so 2, 3, 4 erst Essen zu mir nehmen. Aber Kaffee geht, aber darf keine Milch drin sein, weil Milch ist ja schon wieder Zucker und so. Und dann ist der Körper total verwirrt, wenn ich den Zucker komme und dann aber wieder warte. Deswegen trinke ich schwarzen Kaffee. Habe mich inzwischen dran gewöhnt. Und ja. Und sehr, sehr viel davon. Ja, das war, mehr habe ich dem jetzt auch erstmal nicht hinzuzufügen. Ich trinke jetzt noch mal einen Kaffee aus und dann gehe ich duschen. Bis dann.